Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitagaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Asayanam. Namo Lohe Savasavunam. Eso Panchanamukkara. Savapavapanashano. Mangalanam Chasavesim. Paramahamavai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitaraya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Lohe Savasavunam. Eso Panchanamukkaro. Savapavapanashano. Mangalanam cha savesim, paramam havai mangalam. Om namo bhagavati vasudevaya. Om namah shivaya. Jai satchidanam. This is a good day to even do the Hey Dada Jag Kalyan Karo. So because it's a good team at Munich, so let's sing Hey Dada Jag Kalyan Karo. Hey Dada Jag Kalyan Karo. Sav Jiva Mokshe Gnane Pamo. Duniya antrayo tuto Swami sabni sherene do E dada chake kalyane karo Sab jiva mokshe gnane pamo Duniya antrayo tuto Swami sabne sherene lo Dada Bhagavan na asim jai jai karo. Beautiful. Very nice, very nice, very, very nice. Jai Satchidananda. Hey, okay, so here we go with Meris Kacheji. Oh, there she is. And Katya is muted, so let's unmute Katya. Okay, Katya. Yeah. Jai Satchidanand. So is the tone okay now? The tone is perfect. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. All right, wonderful. May I just let everyone know where we start reading? I haven't done that so far. So es wäre auch ganz schön, wenn jemand von euch das in den Chat schreiben könnte. Und zwar fangen wir an. Mit dem Text,
Den findet ihr auf events.dadabhagwan.de, auf unserer Event-Webseite unter Mahatmas, dann unter Downloads und dann müsst ihr weiter runter scrollen. Das ist das Vyavastit Dadavani, an dem arbeiten wir. Inzwischen sind wir bei Teil Nummer 4 angelangt und dort sind wir im deutschen PDF-Dokument auf der deutschen Seite 31, ziemlich in der Mitte. Im englischen Heft sind wir auf Seite 25 und wir fangen heute mit der Überschrift an, der Maßstab für das Verständnis von Vyavastit. Und im Englischen ist die Überschrift Gauge for Understanding Vyavastit. Yes, the gauge for understanding Vyavastit. Gauge. Gauge like an instrument or a thermometer, yes. Right. So yeah, wie ein Instrument, wie ein Thermometer. Which begins the 29th or the 30th session of understanding Vyavastit. Highest namaskars to the Paramatma, the Absolute Self, within all of you Mahatmas. Please accept our namaskars. Und wir beginnen heute entweder die 29. oder die 30. Session schon über das Verständnis von Vyavastit und die höchsten Ehrerbietungen, Highest Namaskars an die reine Seele, an die Paramatma in jedem von euch. Und bitte akzeptiert unsere Ehrerbietung euch gegenüber. Mm-hmm. So, let's just go gauge for understanding Vyavastit. People of the world do not understand that it is Vyavastit. And they will say, what has happened is correct. They will say, what has happened is correct. But you, Y capital, the awakened ones of Dadashri, have to really understand that it is Vyavastit. Now, our people, the self-realized Mahatmas, may have understood Vyavastit at the most in 4 matters only. But then they will say that they will become unsettled, upset if someone insults them. But at the same time, this is interesting, if Vyavastit immediately comes to mind, then the stillness, the sthirata, can be maintained. Wir fangen mit der Überschrift an, der Maßstab für das Verständnis von Vyavastit. Die Menschen der Welt verstehen nicht, dass es die sich bedingenden Umstände Vyavastit sind, aber sie werden sagen, was geschehen ist, ist richtig. Aber du, großgeschrieben du, musst verstehen, dass es Vyavastit ist. Nun, unsere Leute, selbst die Selbstrealisierten, die können Vyavastit bestenfalls in 4, und das hat Schutter auch nochmal ganz klar gezeigt, in 4 Angelegenheiten verstanden haben. Aber dann sagen sie, dass sie aus dem Gleichgewicht kommen, wenn sie jemand beleidigt. Wenn einem aber zu diesem Zeitpunkt sofort Vyavastit in den Sinn kommt, kann Stille beibehalten werden. Stille Stirata. That word correct in the first second line should be replaced with the word that whatever has happened is okay. They accept it, but they don't use the word correct in the same way that you and I use correct, you see. We use correct with the exact understanding of the science behind it. But whenever the word correct is used, it means it is correct and exact. There is nothing else. But that's not what the people of the world use. I want you to correct that, no? Mm-hmm. Und Shuddha hat jetzt um eine Korrektion gebeten. Und zwar in der Übersetzung hatten wir hier in der zweiten Zeile, was geschehen ist, ist korrekt. Beziehungsweise, wir haben es auf Deutsch übersetzt, ist richtig. Und Shuddha hat aber gesagt, es ist eher so gemeint, was geschehen ist, ist okay, ist in Ordnung. Weil korrekt, wenn wir es aus der Wissenschaft heraus übersetzen, dann bedeutet es etwas anderes, als wenn das im weltlichen Zusammenhang benutzt wird. Und aus der Wissenschaft heraus bedeutet es korrekt. Und zwar exakt
Und zwar nichts anderes, sondern nur das. Just ignore my phone. Einfach das Telefon ignorieren. It sounds loud in this room. But anyway, and I have nobody to go and pick up. So it will ring for a few times. Okay. See, you and I all know that many people kind of, when things happen that are not according to their wishes, and they are a little upset, but they'll say, okay, it's all right. It's all right. In other words, that's what Dada is trying to say. What has happened is okay. It's all right. Everything will be all right. You see, that's how they say it, you think? Mm-hmm. Es geht darum, dass du und ich, wir alle wissen, dass wenn die Dinge passieren, dass sie nicht immer entsprechend unserer Wünsche passieren. Und es geht eher darum, und das ist das, was das ausdrückt, es wird alles in Ordnung sein. Also es wird alles gut und in Ordnung sein, egal wie es passiert. And then coming back to Mahatmas, Dada Sri again says that you see, really Mahatmas have a long way to go in understanding the avasthit. In understanding the avasthit, because most of the time they will say it's okay, this avasthit, but when they get disturbed, that's when they have then that understanding of the avasthit does not come in the way it should immediately. It takes a little time before they say it's avasthit. Und jetzt kommt Dada zurück zu den Mahatmas. Und auch die Mahatmas haben einen langen Weg zu gehen, um das Vyavasthit tatsächlich zu verstehen. Und das liegt daran, dass natürlich in den meisten Fällen auch Mahatmas sagen, ja, das ist schon in Ordnung, es wird alles okay sein. Aber in dem Moment, wo sie selbst sich ärgern und wo sie selbst betroffen sind und sich gestört fühlen, dann kommt das Wissen darum und die Erinnerung an Vyavasthit etwas später. Yeah, in the presence of the underlying kashais, the biggest kashai being man or pride, I am somebody, how dare he tell me anything? The man kashai is the king kashai, you see, is of compared to greed or deception. So again and again, Dada talks about insults, you see, as a test of Vyavasthit. Und die Herausforderung ist, wenn in der Gegenwart die Kashais darunter liegen und aufgrund des größten Kashais, und Dada spricht sehr, sehr häufig von dem verletzten Stolz, ist dieses Mahn-Kashai, das Kashai des Stolzes, dieses Ich bin jemand. Was denkt er sich so, mit mir zu reden? Und das ist ein sehr, sehr viel größeres, präsenteres Kashai als zum Beispiel die Täuschung oder die Gier gar. And you see, so this is a very good way, this is a very good way to really kind of get a thermometer for how much man, I am something, I'm somebody, is left within us all. Because we do not want this kashai of pride being fed inside. You see, we do not want to feed it in any way. You see, so how are you going to understand it? It is this sentence here. You see, the disturbance becoming unsettled is a very interesting beginning of this satsang. Schon gesagt, es ist ein sehr interessanter Start für diesen Satsang, weil man kann das tatsächlich als Thermometer sehen, wie viel Mahn, also wie viel Stolz, wie viel von diesem Gefühl, ich bin jemand, ist noch in uns. Und das kann man nämlich genau dann erkennen. Und das zeigt uns dieser Satz, wenn eben diese Disturbance, dieses Reagieren, sich angegriffen fühlen, sich berührt dadurch fühlen, dieses sich darüber ärgern, genau da kann man erkennen, wie viel Stolz eben noch da ist. Und es geht eben darum, dass diese Kashais und speziell dieser Stolz eben nicht gefüttert wird. And here the last sentence is the
is the test of an advanced level Mahatma. See, the Mahatma who is in true Purusharth of the application of these five agnas. So the last sentence is applicable for the advanced level Mahatma. Mm-hmm. Und dieser letzte Satz hier, wenn einem aber zu diesem Zeitpunkt sofort wieder, was da denn in den Sinn kommt, kann Stille beibehalten werden. Das ist wie so ein Test für einen fortgeschrittenen Mahatma. Da zeigt sich auch, inwieweit das wahre Purusharth, diese wahre spirituelle Anstrengung schon präsent ist und inwieweit die fünf Agnas in der Anwendung sind. Ja, und die... So what happens there is the difference is the timing. As soon as the little disturbance happens inside, as soon as it happens, there is the knowledge of the Vyavasthit that lifts him up. It is knowledge and nothing else. It is pure knowledge. And when Dada says it comes to mind, in fact, somehow that energy from the top, from Prajna, comes to the Antakaran, the inner one, and he immediately comes back to his stillness and does not get upset with what is happening, see? Und was Dada sagt, was der Unterschied besteht im Timing, besteht darin, wie schnell jemand reagiert oder eben wie lange es dauert. Shuddha hat das Wort, sobald es passiert, mehrmals wiederholt. Also in dem Moment, sobald es passiert, ist das Wissen präsent, kommt das Wissen in die Erinnerung. Und in dem Moment, allein durch dieses Wissen und Verstehen wird jemand nach oben abgeliftet, also nach oben aufgerichtet. Und wenn Dada sagt, dass es in den Verstand kommt, was er damit meinte, ist, dass das von oben, von der Prajna Shakti, sich ausbreitet, dieses Wissen. Yeah, and this that happens is really nothing. There is no, you know, all of us are continuously... All of us are continuously concerned about this. Why is it that I don't, that this magnificent knowledge of Vyavasthit does not present just when I need it? Just when I need it. And why do I have to get back there later on and then get into my solid space of stillness? Why that? Time lag. That is a question for all Mahatmas, no? All Mahatmas have this question. Und es passiert allen von uns, alle Mahatmas haben diese Frage, warum, oder machen sich darüber Gedanken, warum ist es so, dass in dem Moment, wo ich das Wissen von Vyavasthit gebrauchen kann, warum ist es in dem Moment nicht präsent, sondern warum kommt es denn eine Zeit lang später? Und dann begebe ich mich, wenn es eben später da ist, das Wissen erst in diese Möglichkeit und diesen Zustand wieder in die Stille und zu mir selbst zu kommen. Aber ja, das ist die Frage, die Mahatmas generell haben. And before going into the answer, we all have the answer in this paragraph, but you see, it has something to do with how long, you know, if you become still, if you become absolutely still, then by the application of the knowledge of Vyavasthit, then that stillness can be maintained. But implied in this last sentence is that this knowledge of Vyavasthit does not come in time, then that stillness, which is who you really are, cannot be maintained, you see. Die Antwort auf diese Frage, die wird jetzt in dem Paragraph kommen. Und wenn diese absolute Stille da ist und bleibt, also wenn sie in dem Moment da ist, dann bleibt sie auch. Aber wenn dieses Wissen von Vyavasthit in dem Moment nicht präsent ist, dann kann auch die Stille nicht präsent sein. Yeah, and this the reason
is that the Vyavasthita comes to mind a little bit later, really, is that the Agna of Vyavasthita, the Agna of Vyavasthita has not been practiced in the way that you and I are supposed to practice with everything that happens to the inner machine that we call the antakaran. You see, everything, in other words, everything that happens, if there is the application of this knowledge, then when you need it, it will be right there, the knowledge will be there. Und der Grund, dass das dass Vyavasthita etwas später in die Erinnerung kommt und dass ihm das erst später einfällt, der Grund, dass dieses dritte Agna erst so spät kommt, ist, dass dieses dritte Agna tatsächlich auch nicht so kontinuierlich und stark geübt wurde, wie es hätte geübt werden sollen. Und zwar ganz speziell auch damit geübt, dass dieser Antakaram, also dieser innere Komplex, dass also alles, was in uns passiert, in dieser inneren Maschinerie, alles Vyavasthita ist. The awareness that you and I have received is continuous. That awareness is the base with which this Agna is applicable. In other words, Vishvindrayana Sila is the platform from which this knowledge of Vyavasthita is being applied, you see. No other way is it going to work in according to this first paragraph that we are reading, you see. Und dieses Awareness, dieses Gewahrsein, das wir erhalten haben, das ist kontinuierlich da. Und nur mit diesem Gewahrsein kann auch tatsächlich dieses Agna Nummer 3 angewendet werden. Und dieses Gewahrsein von Ich bin reine Seele ist wie als Plattform zu verstehen. Ohne diese Plattform funktioniert das Agna Nummer 3, das Agna von Vyavasthita gar nicht. And, you know, as we go further in this paragraph, there will be more. So let us just read a little bit more. There are many things left to be understood. If one has understood Vyavasthita, he will not have any rag, dvesh, or attachment, abhorrence. Again, that sentence. If one has understood Vyavasthita, he will not have any rag, dvesh, attachment, abhorrence. It is considered learned. In other words, it is considered that you have learned something when Vyavasthita is understood exactly. The moment one is insulted, he should, let me go to the top there, he should immediately say, it is Vyavasthita. And then inquire, how did this insult come about? Where did it come from? Who is the one insulting? What happened? Who got insulted? Who are you? Until one understands Vyavasthita, one will know. All he will know is, he's the one who hit me. I have seen it myself. And hence, had he understood Vyavasthita, he would have become Vitarag. Phenomenal paragraph right in front of us here. Okay, so. Shuddha sagt, ein phänomenaler Paragraph, der jetzt vor uns liegt. Es sind viele Dinge übrig, die zu verstehen sind. Wenn man Vyavasthita verstanden hat, wird man keinerlei Anhaftung oder Abscheu, Rag, Dvesh haben. Nochmal, wenn man Vyavasthita verstanden hat, wird man keinerlei Anhaftung oder Abscheu haben. Es wird als gelernt betrachtet, wenn die sich bedingenden Umstände genau verstanden sind. In dem Moment, in dem man beleidigt wird, sollte man sofort sagen, es ist Vyavasthita, und nachforschen, wie hat sich diese Beleidigung ergeben? Woher ist die gekommen?
Wer ist der Beleidigende? Was ist geschehen? Wer wurde beleidigt? Wer bist du? Bis man Viavastit versteht, wird man nur wissen, er ist derjenige, der mich geschlagen hat. Ich habe es selbst gesehen. Demzufolge, wenn man die sich bedingenden Umstände, Viavastit, verstanden hätte, wäre man ohne Anhaftung und Abscheu, wäre man Vitrag geworden. This, you see, this today's satsang, my friends, I've started with this whole concept of the understanding of Vyavastit. And this word understanding is really associated with the vision, more like a V capital vision, rather than an intellectual understanding of Vyavastit. So this everywhere, wherever the word understanding is used in these two paragraphs, Dada is really talking about the experiential vision of the self, not the understanding of Katya or Uwe or Nada. See? Und es ist heute der Satz sagen, begann mit dem Konzept über das Verstehen von Viavastit. Und in dem Wort Verstehen, oder damit ist nicht das intellektuelle Verstehen gemeint, sondern eher das Verstehen über die Sicht, über die Vision, über die Art, die erfahrene Sicht zu haben, also dieses Erlebnis als das Selbst zu sehen. Von dieser Sicht wird hier gesprochen und das sollten wir auch als in Betracht ziehen oder in Erinnerung haben, wenn wir das Wort Verstehen lesen oder hören. Mm-hmm. And then he says, there are so many things that left to be understood. And in that understanding process, if the understanding is correct and total, if the understanding is the way it is meant to be, then the Gnani says there will be zero rag, zero dvish. And this is the final thermometer. This is the gauge or the thermometer of understanding the other sit, see? So. Und es gibt noch so viele Dinge zu verstehen, aber man kann das als Thermometer oder als Barometer auch ansehen, wo man steht, wie viel man verstanden hat in diesem Prozess des Verstehens. Wenn nämlich wir, was jetzt komplett und so wie es gemeint ist, richtig verstanden ist, dann ist dort keine Form von Anhaftung oder Abscheu, in keinster Weise. Und das zeigt einem auch, wie weit man das verstanden hat, je nachdem, wie viel Anhaftung oder Abscheu eben als Reaktion noch da ist. Yes, so this, just because you go to a university doesn't mean you have learned anything. Learning is the application, the applied understanding, not just the reading and writing examination. In the same way here, the understanding of Vyavastit is through one's own life experiences. Nobody can teach you that. Und es ist ja auch nicht so, wenn man einfach zur Universität hingeht und dass man dann automatisch was lernt. Das Lernen bedeutet, und so ist es hier auch, in der Anwendung sein. Das heißt, dass das Verständnis angewendet wird. Und das Verstehen von Vyavastit funktioniert nur über die eigenen Lebenserfahrungen. Es kann einem niemand lehren, sondern man muss es selbst erfahren und dadurch verstehen. And you see, this is the very interesting thing. And this is, Dada is such an amazing, amazingly practical person. You see? He knows that all of us, when something negative or terrible happens to any one of us, Mahatmas, I'm talking about Mahatmas, we'll all say, oh, it's Vyavastit. You see? We say, oh, it's Vyavastit.
But then we stop there. We don't proceed further. And the other says, that's not enough. And in this paragraph, which Kachya has just read, the other says that having said that is vyavasthit, you have to go and investigate, go and see the scientific circumstantial evidences. Then it is vyavasthit. Then it is vyavasthit. Mm-hmm. Und Dada, Shuddha sagt, Dada ist eine großartig praktische Person. Und er weiß genau, dass alle die Mahatmas auch immer sagen, in diesen Situationen, ja, na klar, oh, das ist Vyavasthit, das ist Vyavasthit. Aber Dada sagt, das reicht nicht aus, das nur zu sagen, das ist nicht genug, sondern es ist wichtig, nachdem man gesagt hat, oh, das ist Vyavasthit, dass man genau untersucht, und das zeigt er hier in diesem Paragraph, dass bestimmte Fragen gestellt werden, dass man untersucht und dass man Vyavasthit und die Umstände genau sieht und dann ist es Vyavasthit. Yeah, it's such an amazing detail. And now he goes into the very specific details, because on these questions is really the understanding of the evidences behind everything happened, and the evidences of an insult. Somebody insulted him, but now the other three is saying, now you look at it and says, how did the insult come about? In what manner was the insult conveyed, you see? From where did it come? I mean, all of those questions are really being asked, and when those questions are really being asked, the answers there, each one of those answers lifts up this poor fellow or this poor lady into her stillness, that's all, into her absolute stillness. Und jetzt gehen wir in ganz großartige Details herein, wenn es um das Verstehen, um das wirklich Sehen der Umstände geht. Und hier sagt Dada, das Verstehen der Umstände kann nur passieren, wenn man die Dinge hinter den Umständen auch sieht und versteht. Und das passiert eben dadurch, dass man diese Fragen stellt, wie hat sich diese Beleidigung ergeben, woher ist sie gekommen, wer ist der Beleidigte, wer wurde beleidigt. Und also wenn man diese wirklich stellt, diese Fragen, dann wird jede einzelne Antwort, die man darauf gibt, diesen armen Mann oder diese arme Frau in die Stille heben. Built in these questions is also the resolution or the closure of the intellect also. You see, the intellect of the person who has just been insulted will immediately revolt and lash back. But in this 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions is also the calming of the intellect. You see, first the intellect gets calm. Calming. In diesen Fragen eingebaut ist auch gleichzeitig die Möglichkeit, den Intellekt zu beruhigen und zum Schweigen, also aber so zu beruhigen und also zur Ruhe zu bringen. Und eine ganz natürliche Reaktion ist, dass der Intellekt sofort reagiert und zurückschießen wird. Aber diese Fragen sorgen dafür, dass der Intellekt zur Ruhe gebracht wird. Shuddha, did you say that asking the six questions kind of gets the intellect busy, you know, and because of that he gets still, or what did you mean? In other words, what it does is it allows the intellect to also subside. Of course, the answer is, especially people with very heavy intellects, you see, very heavy force of the intellect, will not allow this knowledge of Vyavasthit to come in. It will still want to keep on saying, but
He did it. I saw him, and there it is again. Says, I, in that sentence, says, I, he hit me. He is the one who hit me, and I have seen it myself. You see, that is the intellect, and yet the nature of this questioning from six-pronged level, 1, 2, 3, 4, 5, 6 different levels, the questioning, and it's more of a discovery process, you see. It's more of a discovery process, all obviously leading to answers of Vyavasthit and quietening down the intellect. Okay. Genau diese 6 Fragen, die sorgen dafür, dass die Natur, also dass der Intellekt auch tatsächlich in seiner natürlichen Form nachlassen kann. Weil die Natur des Intellekts ist natürlich sofort zu sagen, ich habe ihn aber gesehen und das kann nicht sein, sofort darauf zu reagieren. Aber wenn diese 6 Fragen gestellt werden, kann man sich das wie einen inneren Entdeckungsprozess vorstellen. Und all die Antworten, die sich daraus ergeben, die führen dazu, dass die führen jedes Mal zu Vyavasthit. Also diese Antworten führen jedes Mal hin nach Vyavasthit und dadurch wird der Intellekt ruhig. This is, there's an interesting use of the word in that last paragraph. Until one understands Vyavasthit, one will know, so that he has got a fixed base of knowledge. That is the old knowledge. You see, that knowledge says, he's the one who hit me. I saw him hit me. You see, that is established knowledge. Against that knowledge is this new vision that the Gnani is trying to give him of liberation. Gnani doesn't want him to come in and get stuck in this old knowledge and create more problems. He wants to give him the new vision. Now, the new vision is much more subtle than the established knowledge. Und was Dada hier versucht ist, oder nicht versucht, sondern was Dada hier macht, ist dieses alte Wissen, was natürlich da ist und etabliert ist, dieses alte Wissen, was auch über die Augen aufgenommen wird. Ich habe es doch gesehen, dass er mich gehauen hat, dass er mich geschlagen hat. Das ist doch, kann man doch nicht mehr abstreiten. Das ist das alte Wissen, was sehr präsent und sehr etabliert ist. Aber dieses neue Wissen ist diese neue Sicht, die Dada hier gibt. Und die führt zur Befreiung. Und das ist das, was Dada hiermit versucht. It's very subtle. The Purushart, the progress as the self, independent progress as the self, away from the body complex of Andrea, Onada. You see, this Purushart is exactly spelled out here with reference to Agna 3 and moving in Agna 3. Is exactly spelled out. In other words, after saying it's Vyavasthit, you will have to go in and investigate and look at the scientific circumstantial evidences which resulted in that insult. Dies ist sehr subtil und es geht um die das Purushart, und Purushart ist die spirituelle Anstrengung, und zwar das ist der dieses unabhängige Weiterkommen als das Selbst, und zwar unabhängig vom Körperkomplex. Und wenn man Agna 3 sagt, dann ist es auch wichtig, tatsächlich ins Agna Nummer 3 sich zu bewegen. Und wenn man ausgesprochen hat, das sind die sich bedingenden Umstände, dann ist es wichtig, als nächsten Schritt tatsächlich zu entdecken, herauszufinden, zu suchen nach den Antworten und herauszufinden, wie das alles jetzt zustande gekommen ist und welche Umstände dazu geführt haben. Also es wirklich rauszusuchen. Yes. And,
So now we understand, see, Purusharth means progressing as the S capital self, and we are getting a very subtle hit from our Jnani Purush. We are getting a very subtle key, but a very important key in terms of don't just say Vyavasthit. Of course, most of us don't even say Vyavasthit. We understand, we kind of have an inner understanding that it is Vyavasthit, but then we are still left with a sense of dissatisfaction, and that is where we should recognize that the homework hasn't been done completely. See? Mm-hmm. Und das ist ein Schlüssel, ein sehr, sehr subtiler Schlüssel, aber ein ganz wichtiger Schlüssel. Nicht einfach zu sagen, das ist Vyavasthit oder viele sagen das nicht, sondern haben einfach ein inneres Gewahrsein von oder ein inneres Verstehen, das ist Vyavasthit. Aber wenn so ein subtiles Gefühl von sich gestört fühlen, nicht in innerer Harmonie sein, sich einfach nicht gut fühlen, dann ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Hausaufgaben noch nicht gemacht wurden. Ja. Dass noch nicht noch nicht herausgefunden wurde. Go into investigation, sorry, not AI, go investigate, look inside. And also, you know, this is such a loaded, just the first question, how did this insult come about? This is such a loaded question. Even if you were to ask only one of these six questions from the base of the Raina Sile, you see, you are already in Purushart, you are already in progress, because your vision, your camera has moved away from that person who insulted you towards the evidences, the scientific circumstantial evidence. Und es geht wirklich um das Untersuchen, und nicht nur alle sechs Fragen sind geladen, allein die erste, die ist schon eine tolle, sehr volle und sehr kraftvolle Frage. Wie kam das, wie hat sich diese Beleidigung ergeben? Und wenn man allein diese eine Frage von der Basis, also von der reinen Seele aus fragt, dann bewegt man sich in dem Moment weg von der Person, die einen verletzt hat, hin zu den Umständen, die zu dieser Verletzung geführt haben. Yeah, you see, many times, you know, when something that we don't like happens, the immediate tendency is to blame the other person and just say, oh, I don't want to be with her, get away from her, don't talk to me about her. You're acting like a kindergarten school in this Akram Vignan, you see. In the kindergarten child in Akram Vignan, the advanced level Mahatma will go into these six questions, but the first question is so loaded. How did this happen? You're not expecting it, and yet it happened. Mm-hmm. Und wenn uns irgendetwas Unangenehmes passiert, egal in welcher Form, ist ja die unmittelbare Reaktion, den anderen verantwortlich zu machen und sich dann auch wegzubewegen von dem und zu sagen, das will ich will nicht, dass die Person mit mir redet, nein. Und also auf diese ablehnenden Reaktionen zu gehen. Und Schröder sagt, das ist wie so eine Kindergartenreaktion jetzt hier, aber Akram Vignan, also wenn wir von dem fortgeschrittenen Level von Mahatmas sprechen, dann geht es wirklich darum, diese sechs Fragen zur Untersuchung herbeizuziehen. Und allein diese erste Frage ist schon, bringt einen schon so weit, wenn man eben herausfindet, wie kam dieses ganze Szenario zustande. This ability to kind of see how this happened cannot begin if you act like a hurt puppy, you know, like or a hurt child, and your behavior is childish. Behavior is one of those where you you avoid the other person. It has got nothing to do with the other person. It has everything to do with your stillness, with your own stillness. See? You want your own stillness, that's all.
Und diese Fähigkeit, die kann sich gar nicht entwickeln, und zwar diese Sicht zu entwickeln, wie das passiert ist, die kann sich nicht entwickeln, wenn man wie ein verletzter Welpe reagiert oder wenn man beleidigt reagiert und einfach aus der Situation rausgeht. Die kann sich nur entwickeln, wenn man sich die Sicht von der anderen Person wegnimmt. Die hat nämlich, es hat nichts mit der anderen Person zu tun, sondern nur mit einem selbst. Und nur durch diese Stille, die sich durch diese Untersuchung ergibt. Ja. By now, here we are, Mahatmas, advanced level Mahatmas of our Gnani Purushada Shri, sitting with the absolute conviction that the most amazing thing about our existence is our own self, Atma, Paramatma, see, our own self and nothing else. And that is love. That is love. And it is with the light of love and that conviction that these six questions will automatically be there. See, they will automatically be there. Und wir befinden uns alle im Kreis unter fortgeschrittenen Mahatmas. Und wir sind alle der Überzeugung, das ist das Unglaublichste, was es gibt, unser eigenes Selbst, unser Paramatma ist. Und wenn man in dieser Überzeugung ist, dann ist das Liebe, das ist reine Liebe. Und wenn diese Überzeugung da ist und präsent ist, dann sind auch diese sechs Fragen ganz klar und ganz präsent. You see, the third, some of these questions apart from, you know, we said that these are all meant to shut up the intellect or quietly subside the intellect. But on the other hand, I mean, they are absolutely part of your moving into the field of scientific circumstantial evidences. Who is the doer in this? Who is the one who is insulting? Such a loaded question. Who is he that is insulting? We never even pause to ask these questions. Und den ersten, also hier geht es auch darum herauszufinden, und oft halten wir gar nicht an, um diese Fragen überhaupt zu stellen, wer ist eigentlich der Handelnde hier? Jetzt kommt das Thema des Handelnden rein. Wer ist eigentlich hier derjenige, der handelt? Yeah, and it's so this is an excellent exercise for us to do later on or for the rest of our life in terms of when anything disturbs this peace of this body complex and the Shuddhatma Bhagavan that is inside. Anything that disturbs immediately the vision should be not on the apparent doer, the nimit, but on the evidences whereby this disturbance happened. Who is the doer in this? Where did it come from? Who is feeling it? What are the evidences of it, you see? And who am I in all of this? So, you know, it's a total, coming back to not only the Agna 3, but also Agna 5 Agnas, you see. Und es ist eine großartige Übung für später oder für den Rest unseres Lebens, wenn irgendetwas passiert, was Unruhe und Unwohlsein hervorruft, beim Körperkomplex und auch bei dem Selbst in dem Körperkomplex, wenn das noch passiert, dann die Sicht nicht auf den offensichtlich Handelnden, also den Nimit, zu lenken, sondern auf die Umstände zu lenken, die in diesem ganzen Prozess Teil sind. Woher kommt es? Wer bin ich in all dem? Wie ist das entstanden? Und wirklich, wer bin ich? Wer ist der Handelnde? Und man kommt dadurch zurück zum Agna 3, aber nicht nur zum Agna 3, sondern man kommt dadurch auch zurück in all die fünf Agnas. And
You will get an idea of the force of your own intellect if it does not allow you to ask these questions, you see. And in other words, intellect is a direct enemy of Purusharth. It does not let you. Here we might spend an hour and a two discussing this very magnificent key of Dada, very beautiful key of Dada, and yet 2 hours later we will blame the other person, you see, when something disturbs us. And so we get an idea of how sensitive our own intellect is in this regard and what amount of homework is needed to come to what Dada is talking about. Mhm. Und um eine Vorstellung zu bekommen, wie viel Kraft der eigene Intellekt hat, sieht man daran, wenn der nicht zulässt, dass man diese Fragen stellt. Dass man gar nicht dazu kommt, diese Fragen zu stellen. Und der Intellekt ist der unmittelbare Gegner des Purusha, der spirituellen Anstrengung. Und das kann durchaus sein, dass wir jetzt hier zusammen sind und es macht alles Sinn und ist alles in Ordnung, denn in 2 Stunden fängt der Intellekt an, genau die andere Person doch zu beschuldigen. Und da sieht man, wie sensibel, wie empfindsam dieser Intellekt ist, und man sieht auch, wie viele Hausaufgaben noch vor uns liegen, noch gemacht werden müssen, um dort zu landen oder da zu sein, wie von dem Dada gesprochen hat. You know, we started this paragraph with this started today's satsang with the understanding of Vyavasthita. In fact, really this entire Dada Vani is about understanding Vyavasthita, but today's focus is on the word understanding. It begins with understanding and it ends with understanding in the first half, because what he says in the last line, had he understood Vyavasthita, then he would have become Vitaraga, absolutely without any attachment or abhorrence. Any attachment or abhorrence. Und natürlich sind all die Satsangs, geht es darum, um Vyavasthita, aber dieser spezielle Satsang heute, der hat angefangen mit dem Verstehen, also mit dem richtigen Sehen von Vyavasthita, und der hört in diesem Paragraph auch genau wieder mit dem Begriff Understanding, Verstehen, auf, und zwar mit dem letzten Satz. Hätte er verstanden, hätte er die sich bedingenden Umstände wirklich verstanden, also richtig gesehen, dann wäre er ohne Anhaftung und Abscheu, also Vitrag, geworden. Yeah, and you see, like if any of our friends asks us, do you understand Vyavasthita? And the answer will be, I understand maybe 5% of it, 95% still remains to be understood. And then they'll say, what? You've been a Mahatma for so long and you only understand 5%? And the answer would be, it is because I don't ask, I say the opposite, but then I don't investigate all the evidences behind what just happened. So we do only half the homework. We don't do total. We don't do the complete thing. Und wenn uns Freunde fragen, wie viel von dem Vyavasthita hast du denn verstanden? Und wenn du sagst, ich habe nur 5% verstanden und 95% noch nicht verstanden, und die sagen, Mensch, du bist jetzt schon so lange Mahatma, dann liegt das einzig und allein daran, dass nur die Hälfte der Hausaufgaben gemacht wurden, dass eben nicht untersucht wurde. Das ist zwar gesagt, immer wieder gesagt wird, dass es Vyavasthita, aber es wird nicht wirklich untersucht, was das genau bedeutet. You know, also die Umstände an sich werden nicht untersucht. You may have not only dvesh, because they talked about an insult, you see. The Dada starts with the example of an insult, but also rag. You get some bad news about somebody that you really love and care for, and they come and say, oh, I gotta talk to you, and they sit down with you, and then they give you the news. You see? Ja, go on. Und es geht hier zum Beispiel nicht nur um die Abscheu, die natürlich, wenn es hier um die Beleidigung geht, dann hat man ja eher das Gefühl von, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht, also Abscheu. Aber es kann natürlich genauso gut um die Anhaftung gehen, um Rag gehen, wenn einem schlechte Nachrichten übermittelt werden über jemanden, den man sehr gerne hat.
And you see, at that time, it is, you get swept in, you get pulled in because you like him or her so much, and you also move away from your stillness into the rod. You see, but if you have an inner understanding that, oh, this is Vyavasthit, then, and you look at all the evidences whereby it is Vyavasthit, then you are in a real position to help your friend. Und du wirst in dem Moment so hineingezogen, weil du sie oder ihn so ganz besonders magst. Und dieses dich hineinziehen bewegt dich gleichzeitig weg von deiner inneren Stille. Und wenn dieses Gewahrsein aber innerlich da ist, von wir, was dit, und auch gleichzeitig diese Untersuchung der Umstände passiert, genau dann kannst du von größter Unterstützung und Hilfe für deinen Freund oder deine Freundin sein. And so it is only really on, in this whole worldwide universe, my friends, we Mahatmas are becoming increasingly aware of one major fact, and that is that all help begins through the medium of the one who is free from rag and dvesh, attachment and aversion. Any other way is just complicating matters. Und in all dem großartigen Universum bekommen wir so langsam eine Idee von dieser riesigen Tatsache, von diesem riesigen Fakt, dass jegliche Hilfe nur dann beginnt, wenn sie durch das Medium von demjenigen fließt, der frei von Anhaftung und frei von Abscheu ist. Very good. Okay, my dear. So what we will do is we come just to the half an hour time. I mean 1 hour time, half time. So we take a little break and we come back, right? And we let me just get Uwe in and see what he wants to say something. Yes, and I think we'll have Svenja or Rüdiger translate the second half. So you might want to, when they're somewhere, I don't see them here, but they offer to do the second half. So if they're there, Rüdiger or Svenja, I don't know. Probably one of them will be. I just unmuted everyone, so they can take their time and talk. Or thank you. Thank you. No need for us. Okay, so. Uwe, kannst du die Katja unmuten? So, allow participants to unmute themselves. I'll continue. All right. Uwe, let's see here. No need for us. Okay. All right, Siddhartha Bhagwan Katya. Thank you so much. Jai Sachidana, and thank you for the first part. It was beautiful. Jai Sachidana. Siddhartha, mute everybody. Keep the mute. Okay, all right. I think people are very happy. And let me see. Okay, Uwe. Should I keep the mute in? Okay, I've unmuted you, so you don't keep me on. No, let the music run. But I have a speaker on. Okay. I have something else on. I need to speak to someone. You need to speak to me? No, who's coming in? Oh, it's Svenja, right? Svenja is coming. Oh, super. Hey, Svenja ji and Rudikar. Okay, there we are. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Siddhartha Bhagwan. The sound okay? The sound coming through okay? Yeah, it is. Okay. Let us see. Okay, so we're still gonna have
a few minutes break, okay? Okay, so we come back in a little bit. Huh? Okay. Also wir machen noch ein paar Minuten Pause und dann kommt Rüdiger zurück und übersetzt für euch. Na? Okay. Let us see. Can you hear me, Rüdiger? Oh no, you're muted. Let me see. I'm sorry, 1 minute. I thought I unmuted you, but there's so many people here. Let's see. Svenja, sorry, I unmute. Okay.
Yes, thank you. Because I muted myself during the break, you know. What's that? Because I unmuted myself. I muted myself again during the break. That is why. Oh, I see. Okay. I don't think there are any questions at the moment. Not on your stream and not on our chat. All right, so we proceed. So we proceed with the reading. We proceed with the reading, huh? Okay, also falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch irgendwie melden oder das hier auch bei Zoom in Chat schreiben oder bei Ustream, da schaut Svenja rein. Ansonsten, wenn keine Fragen sind, dann lesen wir weiter. Hm? Okay. So we go to the next heading, which is become Vitarag on your way to Moksh. Jetzt machen wir weiter mit der nächsten Überschrift. Werde Vitarag und sei auf deinem Weg zur endgültigen Befreiung Moksh. Also im deutschen Text auf Seite 32 und im Heft auf 25. Page 22 in the Dadavadi magazine. That is. Actually, it's become Vitarag and be on your way to Moksh. I misread it. Sorry. You cannot be on the way to Moksh if you do not become Vitarag by some extent or the other. Also Suda hat das irgendwie falsch gelesen und er sagt noch irgendwie, man kann gar nicht auf dem Weg zur endgültigen Befreiung sein, wenn man nicht Vitarag wird durch auf ein oder andere Weise. Okay, so this whole life has to be spent experiencing the fruits of karma caused in the last life. And if one does rag, dvesh, or attachment abhorrence in that, then new karma are bound. If one does not do rag, dvesh, attachment or abhorrence, then there is nothing. There is nothing. Okay, erster Abschnitt. Dieses ganze Leben muss damit verbracht werden, die Früchte des Karmas zu erfahren. Shuddha ergänzt, aus dem letzten Leben. Und wenn man Anhaftung, Abscheu, Rag, Dvesh empfindet, wird neues Karma gebunden. Wenn man keine Anhaftung oder Ablehnung empfindet, dann gibt es da nichts. Und Shuddha wiederholt das, da gibt es nichts. Instead of the word experiencing, the word, you know, we have written the line, this whole life has to be spent experiencing the fruits of karma. The correct word is, has to be spent suffering the pleasure or the pain of the fruits of karma. Shuddha sagt, hier haben wir auch übersetzt, die Früchte des Karmas zu erfahren, aber das richtige Wort wäre eigentlich zu erleiden, also die sowohl den Schmerz als auch das Vergnügen zu erleiden. Yeah, you see, because the experiencing of the suffering is now happening at a different level for all of us. Weil das die Erfahrung von dem Leiden für alle von uns jetzt auf einer anderen Ebene geschieht. Before, the one who was believing that I am the body used to say, I am suffering. And now we have shifted away from the one who still has those beliefs. Our belief is, ich bin reiner Seele. And therefore, the suffering belongs to the one, the old one, not the new one. See? Weil unsere alte Überzeugung war, ich bin dieser Körper und ich leide. Und wir haben uns jetzt da wegbewegt von dieser Überzeugung und haben jetzt die richtige Überzeugung, ich bin reine Seele. Und dieses Leiden gehört immer noch zu demjenigen, der diese alte Überzeugung hat. Also genau. zu dem alten Teil eigentlich. Ja, so... So, Jnani
tells us all that all you have to now be concerned about, all your role is to just go through the effects of those sufferings, whether painful or pleasant, and as long as there is no rag, dvesh, during the process of that suffering, you are fine. You are fine. Okay, und unsere Aufgabe ist jetzt einfach laut Dada Shri durch diese Leiden durchzugehen. Soll es, also sei es jetzt Schmerz oder sei es Vergnügen, sei es angenehm oder unangenehm. Und solange es keine Anhaftung oder Abscheu gibt, bist du eigentlich okay, ist es okay. And the second line about if one does rag dvesh or attachment abhorrence, then new karma are bound. Now you and I, all of us know that this sentence does not apply to us Mahatmas anymore. Diese zweite Zeile, und wenn man Anhaftung, Abscheu empfindet oder vielmehr macht, heißt es im englischen Original, wenn wir das lesen, dann wissen wir, Mahatmas, das ist für uns Mahatmas, gar nicht zutrifft mehr. Dieser Satz trifft nicht auf uns Mahatmas zu. And the reason is very clear for all of us right now, and that is that no, none of us do rag dvesh, none of us do anything anymore. So this sentence is for the man, those who are not Mahatmas. It is a universal, this whole paragraph is a universally applicable truth of life after life, cause and effect, and that's all. Der Grund dafür ist, weil wir Mahatmas wirklich keine Anhaftung und Abscheu mehr machen in diesem Sinne. Also insofern ist das Wort machen tatsächlich besser. Wir sind nicht mehr der Handelnde. Und so insofern ist dieser Abschnitt, den wir hier lesen, eine universelle Wahrheit für diesen Zyklus von Leben für Leben, das nach Leben kommt. Yeah, so for us, all Mahatmas, it is not a question of doing rag or dvesh, but actually kind of believing that I am getting upset or I am getting pulled into rag or I am being repelled by dvesh, you see? So is that sense is what we need to focus on, that is all. Also für uns Mahatmas ist es insofern nicht mehr die Frage, Anhaftung oder Abscheu zu tun, sondern die Frage, ob wir noch in dieses Spiel von Anhaftung und Abscheu reingezogen werden, ob wir da noch denken, dass das passiert nie mehr. Yeah, I hope everybody understands this very subtle point. In other words, many times you say, We in discharge there should not be any rag dvesh, and rag dvesh will happen to the one who is separated from us, meaning Chandulal or file one will be in the reactions of rag dvesh, but we certainly are not in it, and that is the critical component here, eh? We are not into it. Und Shuddha sagt, er hofft, dass wir diese wichtige Unterscheidung verstehen. Denn diese Anhaftung, diese Abscheu, die mögen vielleicht noch geschehen, aber sie geschehen in diesem Teil, der getrennt ist von uns. Es geschieht nicht mehr uns, sondern es geschieht diesem Teil, der getrennt ist, eben Chandulal, also Akte 1. In fact, Adashri says to all Mahatmas that Rag Dvesh, for you are gone from the day that I gave you the Gnan Viti. See, you do not have any more rag dvesh. In other words, serious attachment or abhorrence that would bind karma. Und eigentlich sagt Dada, dass er uns von dem Tag an, als er uns das Gnan Viti gegeben hat, dass wir kein ernsthaftes rag dvesh, also Anhaftung und Abscheu mehr haben. Also sprich Anhaftung und Abscheu, die Karma bindet, auflädt. Yes, what
what we have to do is just go, what we have to kind of put up with is really in the essence of the effect of those rag dvesh that were done in the last life. For us, it is simply an effect, no more, never, never any more causes. And I think this is very, very firm in all the Mahatmas who are in this satsang now. Und was wir sozusagen aushalten müssen oder was wir noch ja, durchstehen müssen, ist so diese Effekte von Anhaftung und Abscheu, die im letzten Leben gemacht wurden. Das ist das, was wir jetzt hier noch zu erfahren haben. Und Shuddha sagt, er meint, dass es klar ist für die Mahatmas, die hier eben Satsang sind zusammen. And so we read further, there is no problem with karma. Karma will happen as long as this body exists, for sure. As long as there is this body, karma will happen. The problem is with the attachment and the abhorrence. The vitaragas, in other words, the fully enlightened ones, they tell us, Become Vitarag, that is all. Wir lesen jetzt weiter, der nächste Abschnitt. Mit Karma gibt es kein Problem. Karma wird ganz sicher so lange geschehen, solange dieser Körper existiert. Das Problem liegt in der Anhaftung und Abscheu. Die erleuchteten Vitarag sagen uns, werde ohne Anhaftung und Abscheu. Vitarag. So even if you are Vitarag, the body karma will continue, like your lifespan karma, your name karma, your status karma, you see, and your pain and pleasure karma. So those karmas go on. The lifespan, the status karma, the name karma, naam karma, and the pain pleasure karma effect will continue even as you are enlightened. Und es ist selbst für die Vitarag so, selbst wenn du erleuchtet bist, dass es verschiedene Arten von Karmas gibt, die einfach immer noch passieren, sich ausdrücken. Und das sind das Karma der Lebensspanne, das Karma des Namens, das Karma des Status und Schmerz und Vergnügen, Auswirkungskarma. Diese vier Arten von Karma passieren. Ja. Selbst bei einem vollkommen erleuchteten oder bei einem Vitarag vollkommen erleuchteten. And those are referred to as no karmas, you know, like the gross discharge karmas. They don't have any significance at all. It is this subtle karma that are created because of multiplications. Multiplications through rag or dvesh, attachment or aversion, that is a problem. See, that is a problem. Und diese vier Karmas, von denen wir gerade gesprochen haben, die werden No-Karma genannt, also grobes, sich entladenes Karma. Und die sind eigentlich, die verursachen kein Problem. Was das Problem ist, sind aber die subtilen, sich entladenen Karmas. Was so eine Art von Multiplikation ist durch Anhaftung und Abscheu, wird das, was wir erleben, sozusagen multipliziert. Now, you see, this is so beautiful, because when you say, hey, karma is not your problem, no matter what you do, the karma is not the problem. What is the problem is the way you, the master of this universe, get pulled in by this that is happening to this body complex. That is the problem. Und eigentlich ist es was Wunderschönes zu sagen, das Karma an sich ist eigentlich nicht das Problem. Das Karma ist kein Problem. Was das Problem ist, ist so die Art und Weise, wie du reingezogen wirst. Du eigentlich als Meister dieses Universums, wie wirst du da reingezogen und wie betrifft es deine Glückseligkeit oder dein Glücklichsein? Ja, yeah, what they're saying is that when you come home
come back to you, the seat of the emperor that you are. You are the emperor of your universe, and you are getting dragged into this silly nonsense of the non-self complex. The pudgal, you see, the interacting pudgals, which by their very nature will draw you into rag or dvesh. Und was die Vitaras uns eigentlich sagen, ist komm nach Hause. Komm nach Hause. Du bist eigentlich der Herrscher über das Universum. Und das Problem ist, du wirst einfach reingezogen von diesem Nicht-Selbst-Komplex, der Putkal, das Füllen sich entladen. Und dessen Natur ist eigentlich, reingezogen zu werden. Ja. Yeah. So, reading further now, whatever activity you do in this life, in that the activity has no value. Activity, by the way, meaning anything that happens in through the mind, speech, and body, not just the physical activity. Whatever activity you do in this life, in that the activity has no value. But only when attachment and abhorrence happens within it, then new karma is bound. You are not liable if attachment or abhorrence do not happen. And please note that these are general statements that the Gnani is making. He is not talking just specifically to Mahatmas here. Wir lesen den nächsten Abschnitt, heißt, welche Betätigung auch immer du in diesem Leben nachgehst, hat die Betätigung darin keinen Wert. Und Shuddha meint, also hier Betätigung ist was immer passiert durch Verstand, Sprache und Körper. Sondern nur wenn in der Betätigung Anhaftung oder Abscheu vorkommt, dann wird neues Karma gebunden. Du bist nicht verantwortlich, wenn Anhaftung oder Abscheu nicht auftreten. Und Shuddha sagt, wir sollen auch nochmal zur Kenntnis nehmen, dass das auch wieder ein universell anwendbarer Abschnitt ist, eine universelle Wahrheit. This thing about liability, even you see, we can take it at the level of Mahatma and say, what is our liability? And the answer is, is there any component of rag or dvesh in that which just happened? This is the critical question. Something happens in discharge to this body complex with others. And we can look at it and say, is there any rag, deep attachment? Or dvesh, serious abhorrence in this? And guess what? Talk to everyone in this group and they'll say, hey, I don't feel anything like that. Okay, und Shuddha geht nochmal hier drauf ein und sagt, wir jetzt auf der Ebene für Mahatmas, was ist die Verantwortlichkeit hier so? Was ist die Verantwortlichkeit eines Mahatmas? Und die Frage ist, gab es irgendeine ernsthafte Anhaftung oder Abscheu in dem, was einfach geschehen ist? In etwas geschieht in Entladung und gab es da eine ernstzunehmende Anhaftung oder Abscheu? Yes, Mahatmas, my dear friends, are in a very totally different space in this universe. Very totally different space in this universe. They are neither on this earth, nor are they in Mahavidrakshetra. They are somewhere in the middle there. und Shuddha sagte noch vorher, und du kannst jeden Mahatma fragen hier in der Runde und er wird sagen, nee, mir sowas kenne ich nicht mehr. Und Mahatmas, sagt Shuddha jetzt, sind eigentlich einem sehr besonderen Ort. Die sind weder vollkommen noch hier auf der Erde, noch sind sie angekommen in Mahavidrakshetra. Yes, they are aware, as Mahatmas,
because they have not become completely vitaragya, you see, that they don't like certain things, or they still feel a pull towards certain people or events or stuff. You see, they are, so they have likes and dislikes, but they don't have rag or dvesh. You see, they don't have rag or dvesh. Und was für Mahatmas zutrifft, ist, ja, sie mögen sich gewahr sein darüber, dass sie noch gewisse Vorlieben haben oder Vorlieben oder Abneigungen haben, dass sie irgendwo hingezogen sind, aber das ist nicht mehr das ernstzunehmende, also die ernstzunehmende Anhaftung oder Abscheu, von der wir eigentlich sprechen. In fact, as we have said before, from the day we came into the Gnan, came out of the Gnanvedi, the next day we had no abhorrence, no trace of hatred or revenge tendencies against any living being on this earth. This is an amazing happening. We had no dvesh at all from the moment we came out of the Gnanvedi. Wir können sagen, dass von dem Moment ab, wo wir aus dem Gnanvedi rausgelaufen sind, wir keine Anhaftung oder Abscheu mehr haben, keine Abscheu mehr haben, kein Hass mehr empfunden haben. Mm-hmm. So I think Mahatmas are now getting very, very attuned. In other words, they are finely tuned to, when they read Dada, they will know, is Dada speaking about me or is Dada speaking about the world in general? See, when they read a paragraph like we just read, they will know, is Dada talking to me or is he talking to the world in general? See? Und wir Mahatmas bekommen immer ein besseres Gefühl dafür, oder können uns darauf einschwingen, fein, auf eine feine Art, ob jetzt Dada Shri an der Stelle über mich als Mahatma spricht oder uns als Mahatmas, oder ob er so generell über die Welt spricht. So, if we continue reading, we will go to the part where it says from birth, from birth to death, this entire body is mandatory. This body is a mandatory effect. Only the attachment and the abhorrence that happen within binds new account. That is why the Vitaragas, the fully enlightened ones, tell us to become Vitarag and go to moksha. This is the precise mechanism of the entire science of life after life traps versus liberation. Just in these three lines, we have this whole science. Jetzt lesen wir weiter. Von der Geburt bis zum Tod ist dieser Körper eine zwangsläufige und vorgeschriebene Wirkung. Nur die Anhaftung und Abscheu, die innerlich geschehen, binden das neue Konto. Deshalb sagen uns die Vitaragas, die voll Erleuchteten, ohne Anhaftung und Abscheu Vitarag zu werden und in die endgültige Befreiung zu gehen. Und das, sagt Shuddha, ist eigentlich die genaue, exakte Wissenschaft hinter diesem Leben-für-Leben-Zyklus gegenüber absoluter Befreiung. Das alles in diesen drei Sätzen. The other side of the equation, when you say everything is mandatory, in other words, you got no choice, it's like you're part of something that is on a major conveyor belt, and you're part of a machine that is just being moved around. It's mandatory. The other one is the voluntary. In other words, what is voluntary? So from birth to death, this entire body is mandatory.
in other words, is happening, what is it that is under our voluntary control? And the answer is, it is our voluntary right to become free by becoming vitarag and go to moksha. Okay, wenn wir hier jetzt lesen in diesem Abschnitt, dass alles so zwangsläufig ist und vorgeschrieben ist, dann ist die andere Seite der Gleichung eigentlich die Frage, was ist hier freiwillig, was ist hier so, das Gegenteil von zwangsläufig und vorgeschrieben. Also wenn wir so wie an einem großen, wie auf dem Fließband eigentlich hier so funktionieren und alles automatisch läuft, was ist dann unsere Freiheit so und oder was ist unsere Freiwilligkeit darin? Und das, was das Gegenteil ist von zwangsläufig, ist unser freie Wille oder unser Bemühen, absolut frei zu werden, erleuchtet zu werden. And you know, the Dani has totally made us even free from any voluntary activity. In other words, he realized that the body is a mandatory, it's on its own autopilot, and he placed us in a space of the Rhino Zila in such a way that the only thing that was required was an ongoing understanding of what has happened. That is all. Nothing else. And this is called the understanding that we've been talking about from the beginning of this satsang. Und wenn wir sagen, dass dieser Körper hier so zwangsläufig und vorgeschrieben ist, dann, was der Gnani gemacht hat, er hat uns sogar das abgenommen und hat uns in diesen besonderen Raum gebracht. Und von da an ist alles, was nur notwendig ist, einfach ein Verständnis darüber, was das ist, was alles geschieht. Und das ist genau das, über was wir die ganze Zeit hier jetzt reden. The fully enlightened ones, the Tirthankara lords, Lord Mahavir, they all did it the hard way. They applied the essence of this paragraph by saying, I am not going to do rag dvesh, I am not going to rag dvesh, I am not going to become angry, I am not going to become deceitful, I am not going to become greedy, etc. But you and I know ours is a totally different spaceship of liberation. It's even beyond what is written over there. Und wir wissen also, diese ganzen Tirthankaras, Mahaviren, und die haben es noch auf die harte Tour gemacht, sozusagen. Die haben tatsächlich laut diesen Worten hier, diesem Abschnitt gesagt, wir werden keine Anhaftung mehr machen. Nein, ich werde keine Abscheu mehr haben. Nein, ich werde keine Gier mehr haben. So. Aber unser Weg hier ist komplett anders. Also wir wissen, das ist einfach nur ein Weg, sich in einen anderen Raum zu begeben. So. Wir wurden in diesen Raum gebracht. So what our Gnani Purush Dada Sri has done to us is really made us absolute with the dvesh, without any dvesh in the Gnan Vidhi, and by following the five agnas, and especially the understanding of agna number 3, we become vitarag. Amazing. This is the next key in the science, you see. He didn't make us complete vitarag in the Gnan Vidhi, but he said, now, I made you vitvesh, now the vitarag component, you understand this science of vyavasthit.
Und was der Gnani Purush im Gnan Vidhi gemacht hat, er hat uns absolut Vita Dvesh gemacht. Also Vita Dvesh heißt frei von Abscheu. Er hat uns noch nicht frei von Vita Rag gemacht. Also frei von Rag, frei von Anhaftung. Und wir werden frei von dieser Anhaftung, indem wir Vyavastit verstehen, indem wir Agna 3 anwenden. And we just explored with our dear Katya the exact way of becoming a Vitarag, not just listening, become Vitarag, become Vitarag, but the exact way of becoming Vitarag by applying the keys that we just read with Katya, see? Wir haben mit Katya als Übersetzerin jetzt ja gerade schon erforscht, was es gebraucht. Und einfach nicht nur, es braucht nicht nur das Zuhören, sondern die Anwendung und die exakte Art der Anwendung, den exakten Schlüssel, den wir, ja, der da darin enthalten ist, was wir gerade mit Katya gelesen haben. So we read further. When someone insults me, Dada Shri says, I know that he is insulting Ambalal Patel. He is insulting this putgal, the non-self complex. He cannot know the self. He cannot understand the self. And therefore, we do not acknowledge it. It does not affect us. We remain Vitarag. I do not have any attachment or abhorrence towards him, against him. And so in one or two lifetimes, everything will exhaust. And in this last sentence is not applicable for Dada himself, but his for Mahatmas. Also wir lesen weiter, der nächste Abschnitt. Wenn mich jemand beleidigt, erzählt Dada, weiß ich, dass er Ambalal Patel beleidigt. Also das war sein weiblicher Name. Er beleidigt diesen Nicht-Selbst-Komplex, Utgal. Er kann das Selbst nicht kennen, er kann das Selbst nicht verstehen. Folglich erkennen wir es nicht an. Es beeinträchtigt uns nicht. Wir bleiben Vitarag. Wir haben ihm gegenüber keinerlei Anhaftung oder Abscheu. Und so wird sich alles in ein oder zwei Leben erschöpfen. Und dieser letzte Satz hat schon da ergänzt, bezieht sich dann natürlich nicht auf Dada Shri selber, sondern auf uns Mahatmas. This is an amazing glimpse of we have all read it somewhere or the other, but this is an amazing glimpse of the state of our Gnani Purush, because there is such a magnificent separation in him from Ambalal Patel. The separation is absolute. And therefore, he uses the word, I know that he is insulting Uwe Rudiger Ambalal Patel. He is not at all insulting me, because he doesn't know me. Und wir bekommen in diesem Abschnitt hier einen ganz kleinen Einblick in den wahren Zustand von dem Gnani Purush. Er hat so eine ganz exakte, besondere Trennung von Ambalal Patel, dass er sagen kann, er weiß, hier steht, er weiß, dass der andere er nur diesen Nicht-Selbst-Komplex beleidigt hat. Und er weiß, dass der andere nicht das Selbst erkennt, und deshalb irgendwie kann er das so nicht, oder muss er das nicht so annehmen. Er weiß das.
It doesn't touch us at all, he says. And when he uses the word us here, he is meaning the Gnani Purush, the awakened one, and the absolutely enlightened one inside him. The two of them, those together make the word us or we, and he says it doesn't touch us at all. And therefore, we remain separate. Now, see this, to a significant extent, the same thing has begun in all of us. All of us. No matter we, the person who is insulting Katya or Svenja, that person is not insulting you. That person is insulting the body complex that has created the problem. Und wenn Dada hier jetzt spricht von uns, also oder wir, es beeinträchtigt uns nicht, dann ist damit gemeint die Kombination aus dem Gnani Purush, dem Erwachten und dem absolut Erleuchteten in ihm. Das ist diese beiden Komponenten zusammen. Das ist die Bedeutung von diesem Wort wir oder uns. Und das heißt, dass dadurch mit diesem Gewahrsein die absolute Trennung für ihn manifestiert ist. Und wenn, und auf eine ganz besondere Art hat das alles in uns auch begonnen. So. Und wir beginnen zu verstehen, wenn jemand uns beleidigt oder beschimpft, dann beleidigt er Katja oder beleidigt er Svenja und nicht uns. This is the difference. That word is that word I know. That word has not yet risen to the level of I know. That know in Akram Vignan means the experience of the distinct and the clear experience of the soul that is separate from the body, you see. And then the knowledge arises, not just the vision, not just its awareness, but the experience that I am absolutely separate from this mind, speech and body, you see. That experience part is what the Gnani Purusha is talking about over there. Und dieses Ich weiß, dass das ist noch gar nicht für uns, oder dass das muss eigentlich so aufsteigen auf die Ebene der reinen und klaren Erfahrung, distinguierten Erfahrung, nicht nur zu wissen und zu sehen, sondern es muss in unsere lebendige, klare Erfahrung kommen. Und das ist der Zustand von dem Dani. And for us, therefore, we have our Gnani Purush as the magnificent living example that this is possible. That, you know, because it has happened to him, and we see as in subsequent Gnanis also, they are not at all affected by everything that is happening around. We can see it, and we get tremendous energies by just recognizing that the way they have attained it is exactly the way that they are showing us, which is through a precise application and understanding of these five agnas, and particularly agna 3 now. See? Und was wir sehen durch diesen, durch, wenn wir solche Abschnitte lesen über Dada Shri selber, ist, dass das es ein lebendiges Beispiel dafür gibt, dass es möglich ist. Und das sehen wir auch bei all den nachfolgenden Gnanis, die gekommen sind. Es ist möglich und sie zeigen uns den Weg, durch den sie das erreicht haben. Und das ist der Weg der Anwendung, der exakten Anwendung der fünf Agnas und vor allem
der Anwendung des dritten Agnas. One of the keys that is really interesting in this regard is say somebody says something to Bhairavi. Bhairavi, you're like this, you're like this, you're like this. Insulting. One beautiful keys in which, by which this separation can be maintained from Bhairavi is by you also saying to Bhairavi, Bhairavi, you're like this, you're like this, Bhairavi, you're like this. So what happens is you have immediately separated Bhairavi, and that is the essence of this entire liberation, is it not? The separation. Und jetzt ganz praktisch mal, so nehmen wir an, jemand kommt zu Bhairavi und sagt, du bist so, du bist immer so und so und so, du bist so. Dann ist ein praktisch anwendbarer Weg, damit jetzt umzugehen, dass du auch selber zu Bhairavi wiederum sagst, ja, du bist so, du bist so, du bist so. Und dadurch entsteht, oder bist du in dieser Trennung, bist du in der Anwendung von dieser absoluten Trennung, und das ist dann deine Befreiung. Or if Bhairavi does not like to take a double dose of this beating, one from the other person and one from you, then you can be more gentle to Bhairavi and you can say, Bhairavi, oh, look what they're telling you. Oh, Bhairavi, I'm there for you, Bhairavi, I'm there for you. Und wenn, nehmen wir mal an, dass Bhairavi jetzt eigentlich doch nicht wirklich so die doppelte Dosis der Beschimpfung haben will, sondern dann kannst du mit Bhairavi so umgehen und sagen, hey Bhairavi, schau dir an, was sie dir wieder alles irgendwie an den Kopf geworfen haben. Bhairavi, ich bin da für dich. Und auch dann bist du in der Trennung. You know, whether we admit it or not, my friends, whether we all admit it or not, all of us at the relative level yearn, crave love, crave a little appreciation, and who better than your own Brahmasile within you being there for you anytime you need that. Und wenn wir ehrlich sind, dann können wir sagen, dass wir alle eigentlich ein bisschen diese Wertschätzung brauchen, diese Liebe. Wir brauchen diese Liebe. Und wer mehr kann uns diese Liebe geben als unser reines Selbst, das eigentlich die ganze Zeit da ist, bei uns und für uns. So, this kind of conversation with Bhairavi or Jesse, etc., you see, it helps you to know that person is insulting Jesse, Bhairavi, Svenja, not you, you see. That the reaction comes because somehow you feel like he is doing it to you, she is doing it to you. And this satsang is helping us a lot in keeping this separation in exactness, you see. Und diese Art zu kommunizieren, das soll dir einfach helfen, getrennt zu bleiben von Bhairavi, von Svenja, von Jesse. Und wenn wir das erfahren, dass jemand uns beleidigt hier, dann müssen wir verstehen, das passiert Jesse, das passiert Svenja. So what we are going to now do is just continue with the reading a little bit more. The entire world functions through the association, and then the dissociation of circumstances. Who is the doer in this world? There is no one up above or anywhere else who is the doer. Everything happens solely through scientific, circumstantial evidences. Okay, wir lesen jetzt ein bisschen weiter noch.
Die gesamte Welt funktioniert durch das Zusammenkommen und die Loslösung oder Auflösung von Umständen. Wer ist der Handelnde in dieser Welt? Es gibt niemanden da oben oder irgendwo sonst, der der Handelnde ist. Alles geschieht einzig durch die sich bedingenden Umstände. Mm-hmm. After attaining this Gnan, knowledge of the self, and the doer, so Gnan, all of us now know, it is not just the knowledge of the Atma, the self, but also of the doer, who is the doer. Both have to be simultaneously in operation to call it Gnan. After attaining this Gnan, don't we say that new karma have stopped being caused for you, Y capital, the awakened one? This suffering or the Bhogavato is your own. The suffering is the effect of the karma done or caused by you in the past life. Now you are not charging new karma effect, new fruit. Therefore, finish this suffering and move on to your destination, which is moksha. Okay, wir lesen weiter noch. Nachdem dieses Gnan, und mit Klammer, das Wissen über das Selbst und den Handelnden, und Shuddha hat es hier noch ausgeführt, wir wissen inzwischen, dass das Wissen über das Selbst und auch und gleichzeitig wer der Handelnde ist, wer der wahre Handelnde ist, das Verständnis von diesen beiden Dingen muss zusammenkommen, damit wir wirklich Gnan nennen können. Also, nachdem dieses Gnan erlangt wurde, sagen wir nicht, dass das Aufladen von neuem Karma für dich aufgehört hat. Dieses Leiden, Bhogavato, ist dein eigenes. Dieses Leiden ist die Frucht des Karmas, das von dir im vergangenen Leben verursacht wurde. Nun lädst du keine neuen Früchte auf, Wirkungskarma. Deswegen beende dieses Leiden und gehe weiter zu deinem Ziel, Moksha. Absolute Befreiung. When Dadashri says that this is your suffering, he is now looking at it purely from the point of view of the sufferer who is so closely associated with your Raina Zila, the pure soul, that it almost feels as if you are suffering, you see. But he is addressing complaints of Mahatmas when he says, this is your suffering. Wenn er spricht von dein Leiden, beende dieses Leiden oder dein Leiden, dann spricht er eigentlich oder wendet er sich auch an diesen Leidenden, der so nahe auch zusammen ist oder so nahe dran ist an dieser reinen Seele, dass wir manchmal das Gefühl haben, dass wir leiden. Und er spricht damit das an, was er immer wieder hört, wenn er von anderen Mahatmas gesagt bekommt, wir leiden. Yeah, this is the thing. We look at the suffering and we look at the suffering in so many ways, but the suffering is of the sufferer in this Vignan of ours, and that is most liberating, you see. That is so liberating. The suffering is of the sufferer, not of the Mahatma, you see. Und dieses, es geht ja immer wieder um dieses Leiden oder dieses Leidendsein. Wir müssen verstehen, dass dieses Leidendsein von
dem Leiden, von dem Leidenden ist, also zu dem Leidenden gehört und nicht zu uns als Mahatmas. Yes, so they, we go into this thing when you say suffering. So in other words, this suffering, and also when you say, wow, do you really call this suffering? This is hardly any suffering. No matter how terrible the suffering may be, it is a tremendous sense of liberation when you know that this is the last of it all in zillions of lifetimes. In other words, countless lifetimes. This is the last of it all. And it is extremely liberating. It is a kind of a cause for celebration, no matter how terrible the suffering of maybe at this time. Und wir reden so oft über dieses Leiden oder dieses Leidendsein und Leiden erfahren. Aber wenn wir verstehen, dass es zu dem Leidenden gehört und wenn wir verstehen, dass es wirklich damit beendet ist, dieses Leiden, das wir jetzt erfahren, ist das letzte Leiden, das wir erleben. Das ist das Ende von Leiden nach unzähligen Lebzeiten. Wenn wir dieses Verständnis wirklich haben, dann ist, selbst wenn es wirklich hartes Leiden ist, müsste es doch eigentlich ein Grund zum Feiern sein, eigentlich, dass dieses jetzt das letzte Leiden ist. Ja, yeah, and this is the essence of it all, because it says, when you know that, and this is the guarantee, and when you know that, when you are explain the entire science as it is, that there is nothing new except that which is in front of me, you are free, no matter how terrible that suffering may be for the neighbor. Und das ist doch die Essenz von allem, zu wissen. Das ist die Essenz der Wissenschaft, zu wissen, dass dieses Leiden, egal wie heftig es ist, eigentlich zu deinem nächsten Nachbarn nur gehört. Dass das letzte Leiden sein wird, das Ende von Leiden. So then we you see this. Yeah, this is when you say what such bad news, and you say you are celebrating such bad news, and you say it's a cause for celebration. And the Mahatma will answer, I'm writing my last checks, my friend, no more. This is it. I'm going to be with the Lord pretty soon. You see, the way you look at suffering is also absolutely different in Akram Vignan. Und es mag sein, dass man jetzt sagt, irgendwie, was, du erfährst wirklich schlimmes Leiden und du sagst uns jetzt, das wäre ein Grund zum Feiern, was soll das jetzt und so. Aber der Mahatma, der das wirklich versteht, der sagt, ja, weißt du, ich bin auf dem Weg zur absoluten Befreiung und ich schreibe jetzt gerade hier, ich stelle gerade meine letzten Checks aus, oder es ist, ich bin auf dem Weg zur Befreiung. So when in fact all suffering is really when the Gnani says, when the Gnani Purush Dadashi first came to New Jersey, and the first satsang in New Jersey, in the temple in New Jersey, was a very magnificent satsang. This was in 1982, and he said something that grabbed Shuddha so much. It was such a magnificent sentence. He said, where there is Gnan, there is no pain, there is no suffering. Where there is Gnan, there is no pain, no suffering. Als Dadashi zum ersten Mal in New Jersey war, und das war 1982, hat dort im Tempel Satsang gehalten, da hat er einen Satz gesagt, der Shuddha sehr berührt hat. Und dieser Satz war, dort wo es Gnan gibt, da gibt es kein Leiden, dort wo es Gnan gibt, da gibt es keinen Schmerz.
Yeah, so this is how it is. It is really, we're coming to the end of our satsang, Shuddhatma Bhagwan, all of us. Here, there's so much material has been given to everyone here in terms of the homework. It is really exact keys, keys that work in precision. So our understanding of this way in which we become vitarag becomes a practical thing. So it becomes a more practical thing. Wir bewegen uns auf das Ende des Satsangs zu und Shuddha schließt mit den Worten, es ist so viel Material wurde heute wieder uns gegeben. Wir haben es besprochen, dass eigentlich klar ist, was die Hausaufgaben sind. Einfach diese Anwendung, dieses exakte Verstehen umzusetzen, um vitarag zu werden, um absolut befreit zu werden. So the team, Uwe and Nadaji, Katjaji and Svenja and Rudiger offer the highest namaskars to the Paramatma within all of you. Join me in offering this very magnificent namaskars. We are deeply indebted to you for your presence. And it is because of your presence that this satsang is happening inside to lift me up. So because you are present, I get higher and higher within. And for that, I am very grateful. We are all very grateful. Und das ganze Team und Shuddha und alle, die zum Team gehören, bedanken sich ganz herzlich für eure Gegenwart, denn es ist eure Gegenwart, die diesen Satsang möglich macht und diesen inneren Satsang geschehen lässt, der uns immer weiter höher aufsteigen lässt. Und Shuddha sagt, dafür ist er sehr dankbar. We have a whole bunch of Mahatmas here. Uwe with all his team, Christina, Kachaji, Suzanne, Rainer, Marion and her friends, Grit and Ferdi, Cecilia, Svenja and Rudiger, Doris and Helmut, Bhairavi, Gottfried, some more Mahatmas sitting there, and then Jesse dear, and then Francisca, Tobias, Guy, Wolfgang, Maren, Sana, Susanne from Berlin, and also all the Mahatmas on the phone, to all of you, our highest namaskars and Jai Satchidanand. Shuddha, wir danken dir nochmal ganz einzeln bei all den Namen, die er vorgelesen hat und alle, die am Telefon sind. Jai Satchidanand zu allen. Jai Satchidanand. Uwe ji, now I need some guidance from you in terms of what you want to do, but I'm going before. It's a very beautiful feeling to have this live satsang with everyone. It's a schönes Gefühl, diesen live satsang zu haben mit allen. Er will noch irgendwas mit Uwe besprechen, sagt er. Yeah, and so Svenja and Rudiger will sing Hey Dada Jag Kalyan Karo. Okay. Hey Dada Jag Kalyan Karo. So jiva moksha swami. Oh, what I did. Okay, go on. Sorry, yes. Carry on. Asim jay jay kado. Jay Satchidanand. I'm afraid to unmute because there's so much sound, so that's why. So, but I think I'll unmute and see what happens. Jay Satchidanand. Jay Satchidanand. Mahatma retreat in Wangen. Mahatma retreat in Wangen, wonderful. So
Hey Guy, welcome. Hey Guy. Guy. Ja, ehrlich gesagt, das muss ich auch verdeckt in den Blick. Immerhin waren sie der Liebhaber von Natascha Klein. Aber dann hatten wir einfach Glück. Dann konnten wir Klein zwei überführen. Wie? Wer am Finger hat das gefunden? Beim braunen Umschlag, der neben der Leiche von Natascha Klein ist. Da die hatten sowas verwischt und konnten erst nicht zugeordnet werden, aber dann haben wir es doch geschafft. He's talking. He doesn't know that he is live. Oh, I see. Okay. Right. See you all. Okay. See you all.